wahres Licht. Das Verderben lässt sich nicht abwenden, selbst von der Familie nicht. Helena, die Schöne, ging von Menelaos mit furchtbar leichtem Herzen und hinterließ in ihrem Land Aufruhr und Rüsten zum Krieg gegen Troja, der Stadt, der sie den Untergang brachte. Doch es ist nicht nur die Geschichte der Herrschenden. Was für Stadt und Staat zu entscheiden ist, auch was die Ursache eures Grolls angeht, wage ich es auch nicht, wie ihr zu nennen. Alles wollen wir am Tag der Ratsversammlung gemeinsam in Erwägung ziehen, wie es unsere Gewohnheit ist und bleiben soll. Sieh klar vor euch, dieser Leichnam hier ist Agamemnon, ist mein Mann. Und sein Tod ist meiner Rächer Hände Werk, ein Meisterwerk. Blut mit Blut bezahlen! Wenn nicht, dann wäre es mein Schicksal, nie mehr ruhig schlafen zu können, solange ein Blutsverwandter unversöhnt bei den Toten ist. Jede Gemeinschaft würde mich verstoßen, wenn ich nicht Rache übte, so sprach der Gott zu mir! Es war das Schicksal, das die Taten vorantrieb. Du nennst auch Schicksal, was jetzt für dich kommt. Fürchte den Mutterfluch. Du hast mich verstoßen und nennst dich noch Mutter! Ich hab dich bei guten Freunden untergebracht, als hier die Gefahr für dein Leben zu groß wurde. Du hast das Recht des ersten Sohnes verkauft.